Hallo, hallo, hallo. Willkommen zurück, Leute, hier zu Let's Play The Sims 4. Alles bis auf nachhaltiges Leben. Weil ich habe das noch nicht gekauft und ich sehe gerade das letzte Mal, wo wir hier tatsächlich gespielt haben, da war es einfach Silvester in dem Spiel. Das ist super, super lange her. Pixen ist älter geworden. Pixen hat den Zenit überschritten und ist jetzt eine ältere Katze. Okay. Ich habe, glaube ich, irgendwas genommen. Irgendwas war heute in meinem Kaffee. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was es war, aber es war irgendwas drin. So. Genau, wir haben Silvester erfolgreich gefeiert und, du geh mal baden, das finde ich total in Ordnung. Du könntest auf jeden Fall einmal kurz die Toilette benutzen. Und Monika, guck mal, du kannst richtig fleißig mal ein bisschen aufräumen, damit hier eine ein bisschen zusieht, dass alles wieder zum alten Stand kommt, tut. Ach ja, Don ist ja auch noch gestorben. Ja, irgendwie komisch. Alles irgendwie sehr komisch geworden. So, wir essen aber jetzt erstmal gleich erstmal ein bisschen was. So, guck mal, dann kannst du erstmal hier auch noch ein Stück Kuchen nehmen. Und danach werden wir... Okay, Hydration geht dann halt hoch. Das ist ganz gut. Okay, du genehmigst dir auf jeden Fall ein Bad, was ich gut finde. I like. Kannst du es ja gerne weiter so machen. Alles gut. So, in unserem Kühlschrank schimmelt irgendwas vor sich hin. Das finde ich wiederum nicht so nice. Das müssen wir auch noch ändern. So, Monika. Hygiene. Okay, guck mal, dann machen wir das mal so. Du kannst sehr, sehr gerne auch das verdorbene Essen da wegschmeißen. Guck mal, wir müssten eigentlich irgendwie einmal kurz unser ganzes Haus aufräumen. Das geht so gar nicht. Das ist wirklich ciao. Was ist das denn? Ach, das habe ich da hingestellt wegen Deko, ne? Okay, komm, wir lassen das gut sein. Wir lassen das jetzt mal stehen und hoffen, machen das aber das ein andermal weg. So, du kannst ja auch einfach hier schlafen. Schlafen. Dann machst du hier Hydration hoch und Energie hoch und ist doch perfekt dann. Guck mal, ist doch dann super. Dann jumpst du mal und hups! Tada, dann sind wir auch direkt im Wasser. Hat sich dann, guck mal, dann haben wir direkt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Dann sieh mal zu. Guck mal, finde ich doch top. Hier, Silvester war ein voller Erfolg. Das ist doch, das höre ich doch gerne. Guck mal, du kannst aber auch bitte einfach mal alle Schüsseln füllen. Kannst du das nicht weglegen und das bitte auch weglegen und das bitte auch weglegen? Sonst wird hier alles schlecht. Und das will ich jetzt, um ehrlich zu sein, auch nicht so wirklich. Es wäre schon ziemlich miese. So, du hast Spaß. Das ist auch total in Ordnung. Dann können wir aber hier auf jeden Fall schlafen gehen. Und mit dir, guck mal, da kannst du auch erstmal direkt ins Bettchen huschen. So, und du? Du genießt dein Leben draußen im Wasser. Finde ich auch total legitim. Jedem das seine, ne? So wie jeder mag. Jeder so wie er mag, meine ich so rum. Guck mal, die Katzen direkt wie hier am Phrasen. Ich hoffe, das ist noch nicht verdorben. Schnell, pack's in den Kühlschrank, damit es noch ein bisschen haltbar ist, damit wir auch für die nächsten Tage ein bisschen was zu essen haben. So, dann müssen wir nicht irgendwie jedes Mal extra was kochen. Das wäre auch schade, ne? Nachhaltiges Leben haben wir zwar noch nicht, aber ich weiß jetzt schon, dass ich richtig gut darin wäre, weil ich einfach alles in den Kühlschrank stelle. So, du genießt hier... Oh. Ich merke gerade, mein Fenster ist offen. Und der Zug fährt hier lang und ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht gehört. Ich bin nämlich ein bisschen doof und habe jetzt vergessen, das Fenster zuzumachen. Aber hey. So, okay, guck mal, die Hydration ist auf jeden Fall hochgegangen. Das sollte eigentlich erstmal reichen. Wir gehen auch direkt mal hier oben schlafen. Ich glaube, das bringt es irgendwie ein bisschen mehr. Komm, jetzt hör mal auf zu schlafen. Hallo, Kati? Genau, schwimm mal Richtung Land. Und geh mal hoch in dein Bett und ich hoffe, dann wirst du da ein bisschen besser die Energieleiste hochkriegen. So, Eva müsste theoretisch die Erste sein, die aufsteht, weil sie relativ ausgeschlafen schon schlafen gegangen ist. Wir haben Sonntag, das ist auch relativ, also das ist relativ, das ist ziemlich gut. Guck mal, Eva, das Erste, was du machen kannst, ist das Wegwerfen.
Und du könntest auf jeden Fall mit dem Geist kommunizieren. Das würde ich auch bevorzugen, wenn der Geist jetzt noch da ist, solange du. Komm. Oder auch nicht. Die Dusche können wir einmal bitte säubern. Das würde ich ganz nice finden, wenn du das machst. Und dann können wir auch direkt uns Reste nehmen. Und du kannst dir hier auch erstmal direkt Reste nehmen, auch wenn du noch gar nicht so richtig Hunger hast. Das können wir auch aufräumen, bitte. So. Du gehst direkt frühstücken. Finde ich top. Läuft der Fernseher die ganze Zeit noch? Nee, okay. So. So, mit Monika. Oh Gott, ihr geht's miserabel. Da gehen wir einmal kurz aufs Klo. Und duschen. Und dann gehen wir auch direkt was essen. Ich hoffe, du. Nein, wir nehmen uns dann Reste, die noch da sind. Ich weiß, dass sie noch da sind, ja. Guck mal. Top. Dann gehst du einmal aufs Klöle. Und dann gehen wir auch direkt duschen. Oder geh baden. Nee, finde ich jetzt irgendwie blöd. Geh duschen. Das geht schneller. Irgendwas hat hier gerade mega komische Geräusche gemacht. Oh, Leute. Das ist der fette Nachteil, wenn man an den Bahngleisen direkt wohnt. Was haben wir denn hier? Oh, jetzt habe ich es verpasst. Egal. So, und jetzt kannst du auch bitte dann Reste nehmen. So. So, du kannst sehr, sehr gerne an deinem Dingens weiterschreiben. Wir könnten mal ein Drehbuch schreiben. Ich meine, wir sind Drehbuchautorin und 5 gute Bücher schreiben müssten wir. Braun werden. Oh, wir müssen uns sonnen. Komm, wir gönnen uns. Sims mögen's heiß. Das ist ein Drehbuch. Das können wir so lassen. Wir können uns mal sonnen in Badebekleidung. Guck mal. Ach, du musst aufs Klo. Dann geh aufs Klo. Hä, das checke ich jetzt irgendwie nicht, aber hey. Ja, geh da ein bisschen schneller aufs Klöle, wenn du musst. Geht doch. Wer wird denn jetzt angerufen? Warum? Ja, was ist denn? Ja, kannst du ein bisschen palabern. So, du gehst jetzt auf dem Weg, du bist jetzt auf dem Weg nach unten. Sehr gut. Wir müssen übrigens, wann wirst du eigentlich älter? Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Weil wir müssen in 5 Tagen, weil ich möchte auch so ein bisschen die Magiefähigkeit perfektionieren. Ja, doch, das kann man so sagen. Weil da sind wir jetzt auch richtig miese Brise drin. Oh, okay, das haben wir aber abgeschlossen. Das ist schon mal gut. So, und du genießt jetzt hier ein bisschen die Sonne, wenn ich das jetzt richtig. Genau, wir müssen auf jeden Fall braun werden. Das ist ja so ein bisschen das Ziel. Ach so. Entschuldigung, das ist falsch. Alter, was gibt denn jetzt hier für ein Autogas? Leute, es tut mir so leid, echt. Mehr Auswahl. Sonnencreme auftragen. Wir wollen ja keinen Sonnenbrand haben. Perfekt. Ein bisschen hier eincremen. Wir wollen ja braun werden, aber wir wollen auf jeden Fall keinen Sonnenbrand kassieren. Deswegen top. Finde ich super. So. Oh, das sieht jetzt. Ach, das sieht anders aus, ne? Können wir die Zusatzhausaufgaben machen für morgen? Das wäre auch mal eine Idee. Musst du nicht zur Arbeit? Ja, doch, jetzt sofort, ne? Guck mal, dann springen wir ein bisschen vor. Verschwindet aus dem Rampenlicht, ja, das ändern wir jetzt. Wir gehen ja jetzt wieder arbeiten. Also wir sind auf dem Weg. Das wird schon. Wir werden schon irgendwie bekannt. Das wird schon passen. So. So. Wir genießen noch unser Dasein, oder? So, Kati ist zur Arbeit. Das ist natürlich sehr gut, weil irgendwie muss ja hier wieder ein bisschen Geld rein. Wir sind ja zwar nicht arm, aber es könnte besser sein. So. Du bist im falschen Zimmer. Aber solange du die. Warte mal, sind wir nicht auch noch ein Teenager? Oh mein Gott, wir haben heute.
Die hat heute Geburtstag. Wir müssen eine Geburtstagsparty feiern. Ich möchte weder ein Restaurant kaufen noch sonst irgendwas. Rechnungsinformation, nein. Nein. Ereignisplan, so. Wir sind braun geworden, ja, Mann! Ja, also ich meine, ne, wenn wir schon, also wir werden jetzt älter, sie wird jetzt erwachsen, muss man ja dazu sagen, das ist ja schon krass. Geburtstagsparty. So, Geburtstagssim, das bist ja eindeutig du. Wie jetzt, das ist jetzt traurig. Oh mein Gott, das ist ja mega traurig. Ich würde das ganz gerne... Ach so, ups, das ist auswärts, auswärts. Oh mein Gott, Leute, es tut mir... Ich muss kurz cutten, das geht gar nicht. So, ich hoffe, man hört es jetzt weniger, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. So, auf aktuellem Grundstück. Nein, nicht einladen, was mache ich denn da? Ja doch, gesellschaftliches Ereignisplan. Ich bin irgendwie hohl, irgendwie kann ich das nicht, ich bin irgendwie doof. Ja, ne. Geburtstagsparty. Sie hier. Dann machen wir das so. Ich will kein Museum, ich will keine Bar, ich will. Die hier. So, wir feiern das hier. Guck mal, dann kannst du hier. Nein, du kannst mit dem Geist mal ein bisschen kommunizieren hier. Und dann müssen wir auch direkt einen Kuchen backen. Erstmal Reste wegpacken. Und, kochen. Wir brauchen einen Kuchen. Und ich hoffe, das geht nicht nach hinten los. Das wäre ziemlich, ziemlich traurig. Das wäre echt ziemlich mies. So, Zusatzaufgaben sind abgeschlossen. Das ist natürlich top. Was haben wir hier? Post bekommen. Das ist ein bisschen... Was? Nachrichtensendung? Der Verlag von Kati möchte, dass sie bei einer Nachrichtensendung mit einem Moderator auftritt, den sie nicht leiden kann, um für ihr neuestes Buch zu werben. Sie kann entweder lächeln und das Programm zugunsten des Verkaufs über sich ergehen lassen oder gerade heraus ablehnen. Sendung besuchen. Leistungsverbesserung klein. Aber ist bekannter als vorher. Also das ist doch, hat sich doch gelohnt. Solange, solange man diese Person nur nicht leiden kann und nicht politische oder allgemeine Ansichten sehr stark vom eigenen abweicht, ist das ja in Ordnung. Ich meine, manchen Arbeitskollegen kommt man einfach nicht klar und das ist dann einfach so. Aber man sollte dann schon, wenn man in der Öffentlichkeit steht, auf jeden Fall aufpassen, mit wem man was zusammen macht. Weil das könnte auf jeden Fall nach hinten losgehen. Ich meine ja nur, ne? Also wenn es jetzt zum Beispiel so ein sexistischer sonst was wäre, wäre schon nicht geil. Also es gibt, man muss vorsichtig sein, sagen wir es so. So, guck mal, da machen wir jetzt Kerzen drauf. Ina! Mach Geburtstagskerzen drauf. So, und jetzt pusten wir die auch aus. Stopp. Ich brauche einen Screenshot.
So, junge Erwachsene sein, lebenslange Verantwortung, sich steigernde Karriere und weite Horizonte warten. Wer behauptet denn, die 20er seien kein Spaß? So, wir machen random. Kindisch finde ich dumm. Düster finde ich auch scheiße. Das finde ich auch doof. Nein. Was haben wir hier? Lieb die Natur, das finde ich gut. Ich mach random. Dann mache ich es auch nicht random, aber hey. So, wir sind eine junge Erwachsene. Sprich, also Ziel Uni kommt immer näher. Das finde ich ganz cool. Also, ja, die beiden juckt das überhaupt nicht. Aber hey, ich meine, wir können auch mal einfach zum Essen rufen. Damit jetzt einfach alle mal ein Stück Kuchen sich gönnen. Ja, ihr beide, seht mal zu, ey. Wir haben die ganze Weihnachtsdeko, die wir entfernen müssen. Das geht gar nicht. Ende vom Lied ist, wir haben trotzdem noch keine Magiefähigkeit verbessert. So, und Hauptsache sind auch die Geburtstagskerzen ohne Mama vor allen Dingen ausgepustet und auch irgendwie alleine. Immerhin essen sie jetzt Kuchen zusammen, aber hey. So, Karriere haben wir jetzt abgeschlossen, aber gibt es jetzt irgendwie keinen Abschluss oder so, wo sie dann hin muss, um ein Zeugnis abzuholen oder sowas? In den Sims 3 war das auf jeden Fall so, wenn du dann älter geworden bist, dann hat das geklappt. Aber, ja, mal gucken, ne? Ah, jetzt kann ich das wieder nehmen, perfekt. So. Geht das Sozial jetzt hoch? Ich hoffe doch, ne? Ja, ich würde mal sagen, das war's dann für diese Folge. In der nächsten Folge gucken wir dann mal irgendwie, dass wir eine Karriere langsam einschlagen. Oder wobei, nee, ich glaube, mit ihr schlage ich erstmal keine Karriere ein. Vielleicht leveln wir ein bisschen was an Fähigkeiten, warten auf jeden Fall, bis Monika erwachsen wird, damit wir dann einen Studiengang belegen können. Das wird dann auf jeden Fall richtig cool. Und ich hoffe, dass ich dann auch irgendwann mal das neue Erweiterungspack habe. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!